Ja, moin. Alter, die haben alle keine entwickelten Pokémon, ey. Das ist doch so Pillepalle. Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Brilliant Diamond in der Nasorge-Edition. Wir haben im letzten Part die Frieda vorne und hinten rasiert. Also die Frau hat nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf. Aber wir haben dafür Lust und Laune und können zum Stärkeufer gehen. Wir können ja auch ein Pokémon fangen. Und wir können noch unseren guten Kollegen hier treffen. Ich glaube, mit Kraxler könnten wir hier, oder konnten wir mal hier hoch irgendwo? I'm not sure yet. Aber wie es aussieht, ist es nicht mehr da und man kann da jetzt einfach durchlaufen. Gar nicht so bad. Gar nicht so bad. Dementsprechend gehen wir jetzt da rein, machen Team Galactic ein bisschen kaputt. Und dann geht's schon weiter. Jetzt sind ja nur ein bisschen gestruggelt. Ja, jetzt ist die Tür hier tatsächlich auf. Wir können rein da. Wasch geht ja ab. Okay, wir haben hier nur einen kurzen Kampf, ey, tatsächlich. Oder Golrak verliert einfach nur. Was, das etwas schon? Golrak, ich habe mehr von dir erwartet, ey. Whitening, Kratzer auf dem Holofoil. Bah, einfach schlecht, ey. Und du nennst dich Golrak. Auf Wiedersehen. Hasta la vista, baby. Wir sehen das in Ewige, genau. Ja, ja, ja. Beziehungsweise wir haben uns da gesehen, glaube ich. Was ist los, Golrak? Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. I'm fucking bad. Haust du rein. Abfahrt. Erstmal hier auf unserem guten Bidifass. Ding, 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 ding. Gib uns ein gutes Pokémon! Besseres Pokémon! Klingplim ist unser Pokémon. Das ist süß. Also ich mag Klingplim. Ich weiß nicht, ob ihr den mögt, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich cute. Den fangen wir einfach mal. Gucken, ob wir ihn fangen können mit dem Pokéball. Bestes Wesen für Kaumalat. Hartes Wesen. Ich habe noch nie einen Klingplim gesehen. Ich finde, Klingplim sieht auch irgendwie sehr weird aus, oder? Klingplim ist so ein Pokémon... Warum verfehlen wir unseren Angriff, Alter? Zwango. Tanz den Zwango, tanz den Zwango. Easy. Erstmal Schwebe gegettet, okay. So, erstmal die Hälfte der KP gestealt. Easy. Habt ihr einen Namen für den Jungen? Ich hätte ihn Happy Meal genannt. Klingel, Großmaul. Nee. Nee, ein Happy Meal. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück, ne? Jetzt müssen wir Team Galactic plätten. Abfahrt! Ich glaube, wir müssen in den... Müssen wir nicht in den Keller rein? Wir müssen in das Gebäude, glaube ich, rein, ne? Dieses unauffällige Team Galactic-Gebäude. Kann so nur verlegen, geheim, ja. Woher kriege ich den Schlüssel noch davon? Der Typ davor gibt dir den Schlüssel fürs Lagerhaus, tatsächlich. War der Einzige, mit dem ich nicht geredet habe. Schauen wir mal. So, der hier. Sagst du, ihr habt keine Ahnung? Na, sieht mal einer. Wen haben wir denn da? Ja, du erinnerst dich noch an mich. Hat er den einfach da vergessen, oder wie ist das? Sehr gut, let's go! Das sind so diese Passagen, die ich als Kind nie verstanden habe und auch nicht im Kopf habe. Weil dieses Reden mit Leuten, gerade mit so random Team Galactic-Leuten, habe ich damals nie gemacht. Und deswegen kam ich da wahrscheinlich auch nicht weiter. Lass mal hier reingehen einfach, ne? Gucken, was er sagt. Das ist doch gar nichts. Ein Finsterstein, let's go! Oh, die Musik ist geil hier. Auch sehr schön, wie die Lichter hier reflektieren auf frisch gebohnerten Boden. Wieso ist er so leise? Bin ich leise? Also ich finde mich jetzt nicht unglaublich leise. Ihr müsst einfach ein bisschen lauter eure Kopfhörer stellen. Das kann doch nicht sein. Hier soll ich einfach so die ganze Zeit reden, oder was? Also meinetwegen können wir das auch so machen. Da habe ich das Mikrofon einfach ein bisschen höher. Wenn euch das besser passt, im Vergleich zu anderen Streamern bin ich leise. Ich kann auch ganz laut reden, wenn du möchtest. Ein bisschen lauteres Organ mal von mir hier, wenn ihr das so wollt. So, links oder rechts? Team Galactic-Frau, du willst kämpfen? Komm her. Wenn du möchtest, dass ich overlevel, dann overleveln wir jetzt halt. Denkst du, Brilliant Stars wird ein Money-Set? Yep.
Das wird das Money-Set werden. Character Rares, Glurak, Arceus, das wird krank werden. Das Set wird crazy, sage ich euch. Okay, dann schreien wir ab sofort, ey. Wenn ihr wollt, dass ich schreie, dann schreien wir ab sofort. Geh nicht fit hier, Alter, ey. Sag's euch. Ist jetzt der Boy mad? Ich bin immer mad! Ich bin immer der Mad Boy. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Team Galactic-Gebäude geht. Ich glaube, das ist nicht so lang, oder? Also ich glaube, wir müssen nach oben. Weil das sieht irgendwie danach aus. Wir gehen aber erstmal hier lang. Noch lauter. Ihr wollt, dass ich noch lauter werde? Kann ich an dem vorbei? Warum muss ich gegen jeden Dulli kämpfen, Alter? Die versuchen, das Game zu strecken, sage ich euch. Mit Yavis. Yavis. Kadabra. Habe ich mir die Tades nach vorne? Natürlich! Man hört mich gut. Ja, ich weiß. Alles easy. Alles easy. Da kommt die Psychic. Wäre stark gewesen. Da, da, Kettwende. Boots. Dann machen wir Weißbrot rein. Weißbrot ist immer gut. Noch ein Kadabra. Vielleicht ist der Weißbrot doch nicht so gut. Das ist, glaube ich, relativ egal, wen wir hier einsetzen, ne? Kakwex, danke schön für den Prime-Sub hier. Vielen Dank für den Support. Kuss. Kam die Animation noch von dem Urgel rein? Habe ich gar nicht gesehen. Ein paar Tode müssen mal wieder reinkommen. Ich muss es spannend halten, ne? I love it. I love it. Ich muss es mal wieder ein bisschen spannender halten. Jetzt Astral ein. Nein, nein. I don't need that. Du. Ja, moin. Alter, die haben alle keine entwickelten Pokémon, ey. Das ist doch so Pillepalle. Das ist einfach wirklich traurig, dass die alle keine voll entwickelten Pokémon haben. Und das ist alles vom Level her so low ist. Ich weiß nicht, ob es im Originalspiel auch so war, aber ein bisschen schwieriger wäre schon mal ganz geil. Das ist im Endeffekt nur so, ja, okay, du stellst halt Team Galactic da als die letzten Lappen. Aber sonst ist es halt einfach gar nicht. Okay, ich glaube, wir sollten beim Chef sein jetzt, ne? Ja. Hello, it's me, der Ruhestifter, Unruhestifter, jawohl, der Boss. Der törichte Trainer, that's me. Ich hab Bock, euch zu besiegen. Kämpfe ich jetzt gegen den Jungen eigentlich? Ich finde den Chibi Cyrus so witzig. Was? Er ist der Boss der Organisation? Shish. Hätte ich nicht gedacht. Aber es kommt eine geile Theme erstmal. Und da sieht er schon ein bisschen geiler aus, auf jeden Fall. Cyrus, Galactic Boss. Ich habe drei Pokémon. Ich habe einen Kramwurx, weil Kramchef. Ich habe noch keinen Finsterstein gefunden. Dann habe ich noch einen Sneeble. Und dann hat er wahrscheinlich noch einen Golbat. Das wären so die Pokémon, die ich jetzt im Kopf hätte, Alter, ey. Echt bad. Date. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt mit dem Kramwurz. Ich meine, später hat er einen Kramchef, ja, damit man ein bisschen Progress sieht. Was hätte er auch jetzt auch schon haben können, oder? Er hat das Golbat. Er hat tatsächlich das Golbat. Ah, da, da, da. Ja, Golbat, ich würde sagen, Rasur pur. Überlebt er? Para? Keine Para. Kreideschrei. Ich hätte gedacht, es kommt ein Knirscher oder sowas, Alter, was mir wirklich gefährlich werden kann, aber ein Kreideschrei? Brudi, was soll das? Was soll das? Team Galactic so trash und Golrak verliert trotzdem Genie. Weil Golrak noch mehr trash ist tatsächlich, ey. Der Rivale ist absolut Bullshit. That's the problem. Guckt euch an, ey. Ich versuche so vielen Kämpfen wie möglich auszuweichen und. Ja, er hat tatsächlich einen Sneeble. Ja, Meditalis, Box drauf, ne? Und es wird ja nicht mal leichter, wenn ich sage, yo, ich benutze gar keine Tränke mehr oder stelle meinen Modus auf Folgen ein. Das macht ja auch nichts. Dann mache ich halt einen Hard Switch. Und was macht Sneeble dann? Level 43 gegen mein Meditalis. Richtig, eine vielfach repetitive Ableit. Salbe fetzen.
Der Hintergrund ist geil. Der Hintergrund ist wirklich geil. Und ich mag auch das G auf dem Boden dazu noch so. Hat schon was. Hat schon was. Team Galactic Boss Cyrus wurde besiegt. Oh yeah. Also, war ich scheiße? War ich actually so kacke? Ja, warst du, mein Freund. Er war halt wirklich nicht so crazy. Ach, hier sind die Teile gleich drin, ne? Vesprit, Turbots und Co. Muss ich doch gegen Saturn kämpfen? Da sind sie. Das sah damals auf dem DS aber tatsächlich geiler aus als jetzt, finde ich. Ich bin Saturn, lächel böse und bin gemein, gefährlich, Kadabra. Wir starten mit Alpollo, ne? Also theoretisch könnte ich Druck machen. Aber wir gehen hier safe im Weg. Wir gehen hier safe im Weg. Weil er könnte theoretisch es outspeeden und mit einer Psychic. Wir haben gut Special Dev, ja. Aber trotzdem macht uns sehr viel Schaden dadurch. Da habe ich keinen Bock drauf. Elvis wäre der Play. 70 ist gar nicht so wenig, aber das ist Step und sehr effektiv. Das macht schon Schaden. Ja, wir gehen raus auf Elvis. Das sollte nicht über die Hälfte ziehen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Kehrtwende. Wir outspeeden und töten den Jungen jetzt. Boom. Aber Zerro, du bist auch 7 Level höher, glaube ich. Ja, weil er auch fucking billig ist, der Junge. Warum sind die so bad? Und warum bin ich so overlevelt? Ich kann nichts dafür. Guck dir das an. Ich krieg noch ein Level ab jetzt. Ich wollte das nicht. Wenn ich die Funktion hätte ausstellen können, hätte ich sie ausgestellt. Aber es ist einfach zu hoch, zu gut, zu crazy. Bronze, da bleiben wir einfach drinnen. Nice one, Brudi. Wir machen dich kaputt. Gegenstoß? Das macht eigentlich nicht so viel, oder? Na. Das macht gar nichts. Der Kampf ist lächerlich, später wird er stärker. Ja, ich hoffe halt auch, dass er stärker wird, Alter. Sonst ist das hier ganz schön peinlich alles. Toxiquark! Können wir auch drinnen bleiben mit Fly eigentlich. Das erste gute Pokémon mal. Okay. Hallo, man muss ja auch safe spielen, ne? Also... Ich muss ja auch safe spielen. Ich muss ja nicht um... Ich kann ja nicht mit Absicht schlecht spielen. Möchtest du den Knopf drücken? Ja. Tschüss. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er offenbar, um etwas auf dem Kraterberg zu fesseln. Ja, ja, ja. Ja, okay. Dann hauen wir jetzt hier ab. Wir hauen den Sack, Jung. Tschüss, Team Galactic. Was er hier für Eier ausbrütet? Keine Ahnung. Weirder Kram. Nice, Team Galactic wurde besiegt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zum Kraterberg. Und da kommt auch schon Dialga, oder?